Wir bleiben im Grunde beim Thema. Von vielen werden ja Burka und Gesichtsschleier nicht nur als Unterdrückungsinstrumente, sondern auch als Symbol eines radikalisierten Islam gesehen. In Wiens Straßenbild tauchen immer häufiger komplett verhüllte Frauen auf. Sie haben es vielleicht auch schon gemerkt. Und dabei handelt es sich sehr oft nicht um Touristinnen aus dem arabischen Raum. Die FPÖ fordert nach französischem Vorbild, wo die Vollverschleierung bereits seit 7 Jahren verboten ist, jetzt ein gesetzliches Verbot auch bei uns von Gesichtsschleiern. Die Regierungsparteien wollen das auf keinen Fall und wollen kein Verbot der Burka und Co. Dagmar Wohlfahrt berichtet. Es steht für Unterdrückung, für weniger Rechte der Frauen. Die Frage, ob es ein Mahnmal der Unterdrückung ist oder ein religiöses Symbol, die ist noch nicht letztendlich geklärt. Mich bedrückt es sehr und sie tut mir fast ein bisschen leid. Jeder soll tragen, was er was immer ihm gefällt oder er für richtig hält. Ich denke mir einfach, okay, sie fühlt sich in der Burka wohl und das ist jetzt ihre Entscheidung, ob sie das jetzt tragen will oder nicht. Dass sich eine Frau in einer Burka wohlfühlen kann, ist schwer nachvollziehbar. Hier, in diesem kleinen Textilgeschäft für islamische Mode im 16. Wiener Bezirk, wird alles verkauft, was den Körper einer Frau verhüllt. Die langen, im arabischen Raum üblichen Mäntel, sogenannte Abayas, Kopfbedeckungen aller Art und weitere, bei uns bisher eher unbekannte Verhüllungsstücke. Dass man das Dekolleté nicht sieht. Ja. Mhm. Und das ist ein Ärmel. Wenn man ein kurzes Arm hat, zieht man das an. Ist super. Und auch Burkas gibt es hier zu kaufen. Allerdings ist kurz vor unserem Besuch das letzte Stück über den Ladentisch gegangen. Sie verkaufen in Ihrem Geschäft auch Burkas. An wen haben Sie die in letzter Zeit verkauft? Also an konvertierte Österreicherinnen, an Tschetschener und Türken. Und sagen die Frauen Ihnen, warum sie so eine Burka haben wollen? Nein, sagen sie nicht. Die tragen das selber und wollen ein neues haben. Darum kaufen sie es. Und Sie haben noch nie gefragt, warum eine Frau sich komplett verschleiert? Nein, habe ich noch nie gefragt. Das ist, glaube ich, das müssen wir normalerweise so sein. Wir müssen es so sein. Aber ich mache es nicht so ganz, wie die es machen. Gesichtsschleier sind vieles, nur keine Religionsvorschrift im Islam. Von verhüllen müssen kann keine Rede sein, sagt die Sprecherin der islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich. Im Koran wird der Gesichtsschleier nicht direkt thematisiert. Es gibt eine Passage, die sich auf die Frauen des Propheten bezieht, die vorsieht, dass sie zur Wahrung ihrer Privatsphäre und um leichter kommunizieren zu können, weil sie sehr viel nachgefragt wurden, hinter einem Vorhang sprechen sollen. Die überwiegende Mehrheit der Gelehrten würde keine Übertragung, keinen Analogieschluss machen, dass das bedeutet, alle Frauen müssten ihr Gesicht verdecken. Das ist eine absolute Minderheitenmeinung und wir propagieren keinen Gesichtsschleier, um das ganz deutlich zu sagen. Frau Bagajati, die einige Frauen kennt, die Gesichtsschleier tragen, stellt in Abrede, dass die Frauen hierzulande dazu gezwungen werden. Den Zwang, den sehen wir vor allem in Ländern wie Afghanistan, wo die Burka, die ja auch zum Schlagwort geworden ist, tatsächlich von den Taliban als ein Instrument eingesetzt wurde, um Frauen auszugrenzen und aus dem öffentlichen Leben total zu verbannen. Hier ist allerschärfste Kritik angebracht. Noch sind hierzulande komplett verhüllte Frauen selten zu sehen. Allerdings gibt es vor allem in Wien immer mehr muslimische Frauen, die sich unter Unmengen von Tüchern verstecken. Mir gefällt nur das. Und das ist das Wichtigste, was man tragen soll. Das Richtigste, weil wer sagt das bei Ihnen? Wer hat das? Das steht im Koran. Angesichts dieser Entwicklung fordert die Freiheitliche Partei jetzt neuerlich ein Verbot der Vollverschleierung in der Öffentlichkeit. Ich glaube selbstverständlich, dass ein Burka ein wandelndes Frauengefängnis ist. Die Frauen müssen sich dahinter verstecken. Sie kommen nicht heraus. Sie müssen sich komplett verhüllen. Und was ist das für ein Signal? Warum darf eine Frau auf der Straße nicht ihr Gesicht zeigen?
Ich möchte meinem Gegenüber immer ins Gesicht schauen können. Ein gesetzliches Verschleierungsverbot würde vor allem auch jenen Frauen helfen, die von ihrer Familie zur Ganzkörperverhüllung gezwungen werden. Sie könnten sich dann nämlich auf das Gesetz berufen, um sich diesem Zwang zu entziehen. Doch dieses Argument lässt die Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hossek nicht gelten. Es könnte das Gegenteil passieren, dass Frauen eher ihre Wohnungen, ihre Häuser nicht mehr verlassen dürfen. Ich möchte, dass Frauen ein gutes, gewaltfreies Leben führen können. Ich möchte nicht, dass Frauen, wenn sie quasi von ihren Männern daheim eingesperrt werden, weil sie sich verschleiert draußen nicht mehr zeigen können, von dieser Form von Gewalt betroffen sind. Das möchte ich auch nicht. Auch die ÖVP und die Grünen sind gegen ein Verschleierungsverbot. Die Grünen wollen lieber Schutz und Hilfe für voll verschleierte Frauen. Wie kann die Situation der Frauen mit Kopftuch, der Frauen mit der Burka-Trägerinnen am Arbeitsmarkt verbessert werden? Wie kann man ihre Stellung bezüglich Wohnungssuche, bezüglich Teilhabe am sozialen Leben verbessern? Frankreich ist anders. Dort gilt seit 2007 ein Vollverschleierungsverbot, das erst im Juli dieses Jahres vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bestätigt wurde. Und dass die Trennung von Religion und Staat in Frankreich auch ernst genommen wird, wurde unlängst in der Pariser Oper demonstriert. Der Chor weigerte sich vor einer vollverschleierten Frau, die in der ersten Reihe saß, zu singen. Erst als sie, eine Touristin, die Oper verließ, wurde die Vorstellung fortgesetzt. In Österreich wäre das undenkbar. Da will man sich, was das Burka-Verbot anbelangt, kein Beispiel an Frankreich nehmen. Frankreich hat eine ganz andere Bevölkerungsstruktur. Das wissen wir natürlich aus den Gegebenheiten und den Informationen. In Österreich haben wir diese Situation nicht. Und ich meine, dass wir gerade jetzt in dieser heiklen Situation, wo auch sehr viele Kriegsflüchtlinge zu uns kommen, dieses Thema eigentlich nicht hochspielen sollte. Sollte es eine Verkleidung geben oder eben diese Maßnahmen geben, dann muss man auch unterscheiden können. Ist es vielleicht eine Touristin? In Österreich will man die gut betuchten Gäste nicht verschrecken. Für die Regierungsparteien ist der Tourismus ein Grund mehr, nicht das Lüften der Schleier zu verlangen. Hierzulande wird den Vollverschleierten eine Toleranz entgegengebracht, die man sich als europäische Touristin in arabischen Ländern nur wünschen würde.